So, es ist 11 Uhr bei mir. Vielleicht starten wir dann. Ja, schön, dass ihr zu der Session gekommen seid, Domain of One's Own. Vielleicht so ein bisschen erstmal Hintergrund, wie bin ich dazu gekommen, was ist so ein bisschen draus geworden? Und dann würde ich gerne mit euch darüber diskutieren, was kann man tun, um mehr Leute davon zu überzeugen, eine eigene Internet-Domain zu haben. Vielleicht erstmal so die Frage, hebt mal einfach mal die Hand, wer eine eigene Internet-Domain hat. Jetzt sind drei, ja, vier. Okay, also so ein gutes Drittel kann man sagen. Ich hatte neulich das Glück zu hören, dass die Frankfurter Universität einen Workshop anbietet zum Thema Domain of One's Own. Und mir hat es überhaupt nichts gesagt. Und in dem Workshop wurde so ein bisschen dargestellt, dass ein paar amerikanische Universitäten von Studienbeginn an jedem Studenten empfehlen, sich hier kostenlos bei dieser Uni eine eigene Domain zu sichern. So, und die Grundüberlegung war, eine eigene Domain ist zunächst mal eine Ablage von all dem, was man sich so notiert. Und die Ablage, wenn die einem gehört, kann man die am Ende mitnehmen nach dem Studium. Also anders als sonst so, wo wir viele Systeme haben, wo man dann praktisch irgendwo mitmacht, aber wenn man weggeht in einem Unternehmen oder bei der Universität, ist da sein ganzes Wissen auch weg. Also die sagen, du kannst hier eine eigene Domain einrichten, wir finanzieren die sogar für die Studienzeit und am Ende kannst du all das, was du da abgelegt hast, entweder hier weiter nehmen, behalten und dann selber bezahlen oder du wechselst zu einem anderen Provider. Und sie haben einerseits das als Lernunterstützung gesehen, weil sie sagen, alles, was man sich notiert, sollte man auch wiederfinden. Sie haben dann gesagt, natürlich, man kann dann entscheiden, was davon mache ich öffentlich und löse damit vielleicht Kommentare aus, bekomme damit langsam Leute in mein Netzwerk und so weiter. Also das Netzwerk bilden war so die zweite Überlegung. Und eine dritte Überlegung der Universitäten war, wenn wir es schaffen, Eigentümer im Internet vielzählig hinzubringen, dann bewegen wir auch das Internet in die richtige Richtung. Also sie reden von Internet Citizenship, so im Sinne von die in einer Stadt Eigentümer sind, prägen das Stadtbild auch viel mehr als die vielen Mieter, die irgendwo da sind. Denn die Eigentümer sind, die stellen da ihr Gebäude hin und so weiter. Und ähnlich kann man sich das fürs Internet vorstellen. Wer eine eigene Domain hat, der entscheidet, was auf der Domain passiert, ob er da Videos ablegt und vielleicht anderen zur Verfügung stellt, ob er da irgendwelche Foren einrichtet, wo andere rein dürfen und, und. Und gleichzeitig mindert es auch so ein bisschen die Abhängigkeit von den großen Playern wie Facebook, Google, Amazon und wie sie alle heißen. Da weiß man ja auch nicht, wie lange bestehen die noch. Wir haben ja schon erlebt, dass etliche von den großen Plattformen weggegangen sind. Letzte große war Google Plus. Alle, die da ihr Wissen abgelegt haben, finden heute nichts mehr, weil es die Plattform gar nicht mehr gibt. Aber es gibt noch viele, viele andere Beispiele. Ich glaube, es gibt heute weniger noch bestehende Plattformen als von den großen Austauschplattformen schon eingegangen sind in der Zwischenzeit, StudiVZ und wie sie alle heißen. So, und das hat mich dann nachdenklich gemacht, weil das ist ja eine schöne Basis fürs lebenslange Lernen. Und eigentlich müssten wir Learning Professionals all den Leuten, also all den Teilnehmern, die wir haben, eigentlich empfehlen, schafft euch so einen Platz an, wo ihr euer eigenes Wissen irgendwo ablegen könnt, wo ihr später wieder zugreifen könnt, wo ihr vielleicht auch andere findet, die mit euch gemeinsam an Themen arbeiten, indem sie kommentieren, indem sie euch wieder zitieren und wieder an andere Leute bringen und so weiter. Und deshalb haben wir eine Initiative in der Corporate Learning Community gegründet. Ich habe das so mal in ein paar Sessions dargestellt und gefragt, wer will denn mitmachen, mal ein einfaches
Einstiegspaket zu formulieren. Also zunächst mal zu sagen, warum ist es überhaupt wichtig, sowas zu haben? Dann, wie könnte ich es eigentlich machen? Bis zu einer Empfehlung für einen Provider, wo wir sagen, guck mal, der hat das eigentlich ganz gut im Griff, der hat auch einen guten Service und so und verschiedene Möglichkeiten. Und an der Stelle sind wir jetzt. Das Team waren 15 Leute, die haben 5 Wochen lang sich zusammengesetzt und was produziert. Das ist jetzt alles da, aber die Reaktion draußen ist noch relativ verhalten. Und deshalb so die Frage an euch. Erstens, wie steht ihr dazu? Habt ihr die Idee, es macht Sinn, dass jeder so seine eigene Domain hat? Das kostet übrigens heute nicht viel, ne? Also alle, die so eine Domain haben, ab 5 Euro im Monat ist das schon möglich. Und Domain ist das eine, das andere ist der Webspace, den man dafür hat. Ne? Also Domain kostet keine 5 Euro im Monat, die kann man, weiß ich, für 5 Euro im Jahr auch haben. Aber darauf jetzt was zu bauen, seinen WordPress-Blog zum Beispiel hinzustellen oder seine eigene E-Mail-Adresse, seinen eigenen E-Mail-Server dazu haben und so. Das sind dann alles Dinge, die man auf seinem Grundstück, und ich vergleiche das immer gern mit einem Grundstück, ne? Also man grenzt sich damit ab mit seiner Internetadresse und kann damit machen, was man will. Das Schöne ist, man kann sein Grundstück so groß machen, wie man will. Das ist hier auch nicht so, dass es irgendwo teurer wird, weil Grundstücke eng sind oder sowas. Nee, wir haben Platz genug im Internet, also jeder kann jederzeit da noch einsteigen und sowas machen. Was haltet ihr davon, von diesem eigenen Grundstück im Internet? Ich quatsche einfach rein, ne? Einfach reinquatschen, genau. Genau. Grundstück ist eine sehr schöne Metapher für mich. Beim Grundstück weiß ich halbwegs, da muss ich unter Umständen einen Zaun machen, dass nicht irgendein Kind reinläuft und da in irgendwo eine Grube fällt, die ich da mal gegraben habe zu meinem Spaß. Ich weiß, dass ich ein paar Räumpflichten habe und das jetzt transferiert auf die Domain. Oh Gott, habe ich dann die Abmahner gleich direkt am Hals. Und das andere ist natürlich, ich habe in der Tat schon hier und da mal reingeklickt und WordPress und dann gesagt, oh Gott, eigentlich wollte ich bloß ein bisschen Content loswerden und bin dann bequemlicherweise dann woanders hin. Ich kann dir total folgen und ich sage mal, wenn wir irgendwo es schaffen würden und keine Ahnung, nee, ich sage jetzt mal nicht, dass ich gleich die Hand hebe und ich helfe mit, weil schaffe ich gerade nicht, aber irgendwo so eine Guidance zu haben, sowas schrittweise aufzubauen, ja, natürlich gern, weil deine Argumentation ist auch meine Argumentation, warum es viel, viel schöner ist, ein eigenes Grundstück zu haben und nicht bloß irgend so ein Meeting, was dir jederzeit gekündigt wird oder wie man sagt, nee, diese Grube darfst du jetzt auf gar keinen Fall bauen, du musst die Gruben nehmen, die ich dir bereitstelle. Genau. Ja, übrigens, die Guidance gibt es, die ist fertig. Die ist jetzt so vor 2 Wochen veröffentlicht worden. Da kann man sich dran langhangeln. Ne? Und jetzt bauen wir so ein bisschen eine Community auf, dass man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig so ein bisschen helfen kann. Ich glaube, das macht ja immer Sinn, wenn man das mit einem anderen oder mit mehreren anderen zusammen macht. Und vielleicht gibt es auch mal so eine Art Hackathon, einen Tag oder einen halben Tag und wir in unsere eigene Domain ein. Jeder geht dann raus und hat seine. Also was kann jetzt demnächst mal kommen. Ne? Ja, aber zunächst mal deine Bedenken, ne, die sind halt bei anderen auch da. Ich bin dann plötzlich verantwortlich. Ne? Ja, für ein eigenes Grundstück ist man verantwortlich, auch im Internet. Das stimmt, aber das Risiko ist nicht so groß, habe ich so den Eindruck. Karl-Heinz, also die Idee ist faszinierend und ich glaube, das ist eine der tollen Ideen, wo man nur sagen kann, warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen? Mhm. Ja, zwei Kommentare dazu. Also ich glaube, die Hemmschwelle ist halt die typische Digital Literacy, also wirklich einfach die Skills, weil es ist halt eben nicht so einfach, eine Domain und eine Website und so alles dann auch selbstständig zu bearbeiten. Das andere ist, das wäre der eine Kommentar. Der zweite Kommentar, ich glaube, ihr braucht einen anderen Namen dafür. Domain of One's Own ist nicht sexy.
Aber wenn einem da noch der Knaller dazu einfällt, dann, damit es leichter kommunizierbar und einladender wird, dann gibt das, glaube ich, auch nochmal einen Boost. Oh ja, da hast du recht. Also ich habe ganz bewusst gesagt, wir bleiben mal bei dem Namen, weil er offensichtlich an Hochschulen eingeführt ist. Hier in Deutschland hat es noch keine Hochschule gemacht, aber es gibt bei der Hamburger Open Online University jetzt ein Projekt, die sowas forcieren wollen und dann auch unter dem gleichen Namen. Und dann habe ich gedacht, dann ist es vielleicht klug, wenn wir bei dem gleichen Namen bleiben. Aber wir könnten ja irgendwie einen Untertitel oder eine Erklärungszeile darunter schreiben, die deutlicher macht, um was es geht. Ja. Ich meine, bei den Amis ist ja nicht alles gut, aber ich meine, so ein paar Dinge, die können sie und so Branding, da sind die ganz gut, da kann man sich noch was abgucken. Ja, es stimmt. Ja. Bang, Ja. Facebook, whatever. Ja. Ja. Ja, weitere Meinung von euch. Auch von denen, die noch keine Domain haben, könntet ihr euch vorstellen, das auch mal anzugehen? Aber da muss ich sagen, ich habe eine Domain. Aber es ist nicht mein Channel. Ich bin so eine podcasterische Selbstdarstellerin, wenn ich da irgendwas schreiben muss. Ich kann virtuelles schreiben, da fließt überhaupt keine Energie. Das funktioniert kein Stück. Da gucke ich da drauf und denke mir, das Ding ist eiskalt. Da kann ja auch in Schlachthalle gehen. Also ist super hilfreich bestimmt. Mein Na, Ding. na, na Moment, wenn du Podcasterin bist, du musst ja keine Texte veröffentlichen, auch wenn du deinen Podcast auf der eigenen Domain veröffentlichst, ist das ja sowas, Ja, ne? klar, das Ding ist nur, also, was ist die Reichweite? Ne? Wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel auf LinkedIn stelle, dann sind das 1500 Leute. Bevor ich die überhaupt auf meine Page konvertiert habe, das fände ich nicht so smart. Also, bei mir geht es um die Wirkung der Weiterleitung. Also, Ich hoffe, ich sehe es woanders. ja, da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Ich fasse das immer unter dem Begriff zusammen: Wollen wir senden oder wollen wir teilen? Und dieses lebenslange Lernen hat meiner Ansicht nach mehr mit Teilen zu tun. Also, wir sind üblicherweise so das Senden gewohnt, ne? Alle großen Medien und so, die gucken immer nach Reichweite, die gucken immer, was will eigentlich die Zielgruppe und für die Zielgruppe mache ich etwas. Mein Blog ist zum Beispiel ein Blog, also mein privater Blog ist ein Blog, den schreibe ich nur für mich. Und ich teile ihn netterweise. Also das, was ich mir erarbeitet habe, dürfen andere auch lesen. Und möglicherweise hilft es dem einen oder anderen. Aber ich schreibe es nicht für die anderen. So, und das, glaube ich, ist so die Basis für lebenslanges Lernen. Ich schreibe mir auf, wo ich eingestiegen oder was ich müssen. Also so bei mir passiert zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Thema neu einsteigen will, dann nehme ich mir vor, ich schreibe einen Blog drüber. Denn dieses öffentliche Schreiben, das hat eine andere Wirkung, als wenn ich es mir irgendwo in die Kladde schreibe. Bei Twitter ist es so typisch, ne? Also ich empfehle ja auch Twitter zu nehmen, weil alles, was ich twittere, ich will mich nicht blamieren. Das heißt, ich gucke dreimal so lange nach, ob das, was ich schreibe, auch wirklich stimmt. Und dieses dreimal so lange überlegen bedeutet dreimal so viel Lernzeit. Und das ist beim Blog ganz genauso. Also wenn ich einen Blog schreibe, den ich öffentlich mache, gebe ich mir mehr Mühe, als wenn ich es mir selber in die Kladde schreibe. So, und damit schreibe ich nicht für die anderen, sondern ich schreibe für mich, aber da ich mich nicht blamieren will, habe ich mehr Mühe reingesteckt in den Blog, als ich sonst. Ne? Also, und deshalb, dieses öffentliche Schreiben ist meiner Ansicht nach der Lernbooster überhaupt. Und gleichzeitig, es ist ja schön, wenn andere dann darauf reagieren und sagen, guck mal, das kann man auch noch so sehen, ich habe noch den Beitrag dazu und die kommentieren das dann. Das ist ja eigentlich, das bringt mich ja auch wieder ein Stückchen weiter. Ne? Aber nicht mit der Idee, ich will da ganz viel Reichweite haben. Die kann man auch haben, aber das wäre eine andere Ausrichtung. Also was für mich auch sexy daran wäre, ist der Gedanke, dass ich da auch das, was ich gelernt habe, in der Form auch für mich protokollieren kann und immer wieder, ja, wie mein Bücherregal hingehen kann und nochmal rangucken. Und schon bin ich bei ganz viel Datenschutz, Rechteproblematiken. Und das würde mich dann wieder abhalten, zu klären, was darf ich denn jetzt wo wie hinstellen und was muss ich mit einem Passwort versehen. Da würde ich mich einfach gar nicht, ja, schlau genug fühlen.
Aber wenn du dir was notierst, du darfst dir notieren, was die anderen gesagt haben und so. Und alles, was du mit deinen Worten beschreibst, ist nicht von anderen angreifbar. Für mich wäre es natürlich hilfreich, wenn ich das kombiniert an einer Stelle hätte. Meine Notizen plus dann vielleicht eine coole Grafik oder was, was ich gesehen habe. Und wenn ich es auf meiner Webseite mache, bin ich ja dann verpflichtet, alles selber nachzubauen. Verstehe ich dich richtig? Naja, du darfst zitieren, ne? Also eine Grafik darfst du zum Beispiel verwenden, wenn sie in deinem Text Sinn macht und nicht den überwiegenden Teil deiner Darstellung darstellt. Ne? Also wenn sie deine Darstellung untermauert als Zitat, dann darfst du das machen. Du musst nur sagen, wo du sie her hast. Ne? Aber jetzt im Internet kann man ja auch verlinken. Alles, was andere im Internet veröffentlicht haben, kannst du mit einem Link bei dir deutlich machen. Und dann kann jeder nochmal auf den Link klicken und hinschauen. Und das ist unkritisch. Also wenn es ein anderer veröffentlicht hat, darfst du den Link immer einbetten. Das ist völlig problemlos. Also eigentlich sind die Risiken da nicht so groß. Wenn du natürlich jetzt den ganzen anderen Text kopierst und den kopierten Text bei dir reinschreibst, dann ist das was anderes. Ne? Aber ehrlich gesagt, das macht man ja eigentlich auch nicht. Wenn es im Internet steht, geht man ja davon aus, es bleibt da stehen und dann nimmst du den Link mit rein und das kannst du immer. Das ist problemlos. Also eigentlich sind die Risiken da gar nicht groß. Ja, wenn du jetzt Bilder nimmst oder sowas, da musst du ein bisschen vorsichtig sein, aber da gibt es heute genügend Möglichkeiten mit kostenlosen Datenbanken, wo man Bilder hernehmen kann, wenn man irgendwas ja grafisch untermauern will oder so. Ne? Karl-Heinz, wie weit denkst du da jetzt eigentlich? Also wenn wir jetzt so bei der Metapher Grundstück bleiben, also ist es jetzt einfach nur Grundstück und ich acker da ein bisschen drauf, weil ich meine, bei Domains und Webseiten, da gibt es ja inzwischen auch schon ziemlich viel Werkzeug und viele Gerätschaften. Also die erste Frage wäre ja, baut man das jetzt also wirklich per Definition öffentlich oder hat man halt eben auch seinen internen Bereich? Und ja, und was nimmt man sich dann halt eben auch noch so an Tools mit rein? Also es war ja eben auch die Frage mit Podcasting und Marketing-Automatisierung kann man dann mal und ja. Man baut auch noch mal ein CRM mit drauf und alles Mögliche, gell? Also das hängt jetzt davon ab, was man erreichen will. Wenn man natürlich jetzt viele Leute erreichen will, dann ist es klug, dann auch so ein bisschen das SEO zu betreiben und so, ne? Ja, ja. Übrigens, es macht auch Sinn, wenn man viele Leute erreichen will, die anderen sozialen Netzwerke zusätzlich zu nutzen. Also zum Beispiel einen Podcast auf einer eigenen Domain zu betreiben und ihn dann bekannt zu machen über LinkedIn oder Facebook oder sowas, macht Sinn, weil dann bleibt es deiner. Denn man muss sich immer klar machen, alles, was ich bei LinkedIn poste, schenke ich LinkedIn. Also genau, sehe ich 100% genauso. Also Die laden einen ein. Ich meine, das macht Facebook und andere machen es genauso. Aber dafür bin ich halt auf deren Land und schenke ihnen halt auch noch mit meinem Haken all meine Inhalte. Ja. Und also das war für mich eben auch mitentscheidend, dass ich eine eigene Domain habe. Weil ich teile gerne was ich bei mir gepostet habe, dann über LinkedIn, aber ich haue es nicht bei denen rein. Genau. Und ein zweiter Punkt, wer schon jemals gesucht hat, was er jemals in Facebook geschrieben hat, der weiß, wie schwer das ist. Ne? Facebook zeigt ja gar nicht mehr alles an, weil sie mit ihrem Algorithmus sagen, das ist gar nicht relevant für dich. Ne? Also da fehlt irgendwas. Also da denke ich immer, ich will ja selber wissen, Mensch, ich habe doch da vor 2 Jahren mal und auf dem eigenen Grundstück finde ich das. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Aber bei den anderen Netzwerken weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt finde, wenn die noch bestehen. Nee, aber deshalb die Frage, sprichst du jetzt mehr über Wissensablage im Sinne von, ich schreibe mir einen Blog, wo ich es chronologisch habe, oder eher, ich baue mir, ja, ähnlich wie einen File-Server oder halt wie mein eigenes Wikipedia, sowas baue ich mir auf. Also ich wäre immer dafür, es öffentlich zu machen. Du hast ja auch am Anfang die Frage gestellt, was mache ich privat und was öffentlich. Ich würde immer raten, es gibt ganz wenig, was man wirklich nur privat haben will. Ja, wenn ich es mit der Familie was teilen will oder so, dann habe ich da eine Ecke, wo ein Passwort drauf liegt, wo nur die Familie zugreifen kann. Ne? Mhm.
Aber alles, was ich sonst so mache, sollte ich möglichst öffentlich machen, weil mich das schneller weiterentwickelt. Weil es ja auch gut ist, wenn da Kommentare kommen, dass sie mich hier darauf hinweisen, das siehst du falsch. Das ist ganz anders oder so, ne? Also insofern dieses Öffentliche und gleichzeitig, ich will mich nicht blamieren, ist so dieser Lernbooster. Und was du machst, ne, also wer sagt, ich will nicht schreiben, ich mache da lieber einen Podcast oder ich will meine Videos da ablegen oder von mir aus meine Bilder oder so, alles okay. Das ist ganz von den Leuten abhängig, welche Vorlieben sie so haben, ne? Das, und ich würde dann auch empfehlen, na klar, wenn man schon eine eigene Domain hat, dann auch eine eigene E-Mail-Adresse und so, damit man auch nicht mehr abhängig ist von irgendwelchen anderen. Das sind dann so Überlegungen, die dann sicherlich kommen. Also sobald ich eine eigene Domain habe, für die ich mich entschieden habe, kann ich darauf ja alles Mögliche bauen. Aber das muss ich nicht gleich machen. Ich fange erstmal mit dem an, was mich jetzt am meisten interessiert. Und für die meisten wird es wahrscheinlich ein Blog sein, vermute ich mal. Karl-Heinz, ich finde das total spannend. Ich bin auch gerade bei dir auf dem Blog und habe da reingeguckt. Und du bist ja auch auf Twitter sehr aktiv. Mir persönlich geht es so, ich habe eine eigene Domain, ich habe da auch einen Blog. Aber mein Lernen findet meistens mit meinen Kollegen, meinen Kunden statt. Und das ist jetzt nichts, was ich habe da gar nicht die Zeit, das immer auf meine Domain zu packen, weil ich da meistens auch zu ausgebucht bin. Deswegen dann denke ich mir immer so, boah, ich muss jetzt mal wieder, ich habe jetzt ein tolles Thema, das ich da reinpacke. Ich finde das, wenn du das erzählst, frage ich mich, schaffe ich das überhaupt, da alles so mitzudokumentieren? Weil manchmal bin ich ganz froh, wenn ich mein Lernen mit meiner Arbeit schaffe und dokumentiere das dann gar nicht außer für diese speziellen Events sozusagen. Ja, also jetzt so als Learning-Profi würde ich sagen, wir sollten uns wirklich, ich sag mal, wöchentlich Zeit nehmen für Reflexion. Und Reflexion heißt für mich notieren. Also was habe ich eigentlich? Ne? Und dieses Notieren von meinen Erkenntnissen bringt einen nochmal ein Stück weiter. Wir sagen ja auch immer, man hat es nur verstanden, wenn man es auch erklären kann. Naja, also oftmals merkt man da, oh, an einigen Stellen muss ich doch nochmal nachgucken. Und gleichzeitig habe ich damit eine Basis, auf die ich auch in 3 Jahren nochmal zurückgreifen kann. Denn dir geht es bestimmt so, dass du Erfahrungen mit Kunden jetzt machst, wo du sagst, oder mal gemacht hast, Mensch, da war doch mal, aber wenn du es dir nicht irgendwo notiert hast, dann wird es schwer, darauf aufzubauen. Ne? Also es macht Sinn, glaube ich, sich diese Zeit zu nehmen. Das muss ja gar nicht viel sein und das muss ja auch nicht sehr schön gestaltet sein. Also es gibt unterschiedliche Formen von Blogs. Es gibt Leute, die legen ganz großen Wert auf schöne Gestaltung mit vielen Bildern und so. Und es gibt andere, die sagen, nee, ich mache da wirklich nur meine Notizen und mache die auch nur stichwortartig. Auch das reicht. Und das öffentlich zu machen, heißt nicht, ich bin typischerweise so, sondern ich teile einfach, wie ich es mir notiere. Also auch den Mut zu haben, zu sagen, ja, es muss nicht immer alles Hochglanz geschliffen sein bei mir. Da hätte ich vielleicht einen Vorschlag, beziehungsweise eine Idee, die ich selbst erkundet habe. Und zwar habe ich auf meiner Homepage eine Sektion gestaltet, wo ich Bücher, eine kleine Rezension über Bücher schreibe, die ich lese. Und das habe ich mit einem kleinen Filter versehen. Ich habe also Programmierskills mir angeeignet, um das auch auf dem Server ablegen zu können und so. Und das funktioniert ganz gut, weil ich dann auch Queries oder Adressen bauen kann, die ich anderen weitergeben kann. Und dann können die genau den Abschnitt nochmal nachlesen, den ich da formuliert habe, aus meinem Kopf heraus. Ich weiß, dass es Tools gibt wie Goodreads zum Beispiel, wo man sowas auch machen kann. Aber es war kombiniert mit der Übung, da an diese Homepage ranzugehen. Die Gestaltung, die ist auch einfach, wie du gerade gesagt hast, Karl-Heinz. Ja. Und das Ding wächst und ich habe Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen, die ich sonst zum Beispiel bei Goodreads nicht hätte. Also nicht out of the box. Ich kann zum Beispiel so eine Zeitline habe ich mir da reingebaut, wo ich dann sagen kann, guck mal, ich habe vor ein paar Jahren angefangen zu lesen und das Ding ist explodiert. Ich habe also ganz, ganz viel Stoff und wenn ich das jedem zeige, dann werden Augen groß gemacht und dann wird festgestellt, boah, wie viel Zeit hast du denn dafür jetzt dir genommen? Das ist total verrückt. Und dann lesen die Leute auch tatsächlich in diesen kleinen Mikrokärtchen da drin. Das ist schon sehr spannend. Ja, also du beschreibst noch den zweiten Vorteil, man kann dann auch einen anderen den Link geben, wenn jemand zu einem Thema was wissen will und braucht mal was sagen, habe ich doch da und da schon mal kurz beschrieben, den Link hinschicken und schon ist es erledigt. Ne?
Ja, und das Teilen wird dadurch massiv unterstützt, ne? Also wir reden immer von Teilen, aber Teilen braucht immer eine Basis, was man denn teilen will und wo es denn schon beschrieben ist, ne? Und wenn man sich diese Mühe gemacht hat, dann kann man auch viel teilen. Und dann kriegt man auch von anderen wieder viel zurück. Also irgendwie so die Erfahrung in Netzwerken ist ja, wer sein Wissen teilt, kriegt ein Vielfaches davon zurück. So, und da muss man anfangen mal, ne? Und am besten fängt man nochmal mit dem eigenen Teilen an. Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie sieht das aus? Das sehe ich mich gerade, einer der Kommentare in den geteilten Notizen ist, geht in die Richtung. Corporate Influence, beziehungsweise im Unternehmen, sich da so präsentieren mit seiner eigenen Sektion innerhalb des Wikis zum Beispiel. Wie habt ihr da Erfahrungen gemacht? Also ich habe so zuletzt angefangen, auch meine Gedanken also unsortiert einmal abzulegen. Die habe ich etwas weggelegt. Das sollte nicht jeder finden, weil manchmal stört das auch die Suche. Aber die öffentlichen Dinge, die mich bewegen, die habe ich dann abgelegt und die kann man auch durchaus erreichen. Wie lebt ihr das bei euch im Unternehmen? Also, ja. Null. Okay. Könnte daran liegen, dass wir eine Rundfunkanstalt sind. Da macht man sowas nicht. Da publizieren immer nur die Profis, also Corporate Communication. Nee, das geht ja wirklich in die Richtung Wissensmanagement. Also ich habe 15 Jahre bei einem großen, sehr großen Unternehmen habe ich Wissensmanagement betrieben sagen wir mal, die Berater, die haben alle ihr eigenes persönliches Wissensmanagement betrieben, nach dem Motto Wissen ist Macht. Und unsere Aufgabe war es immer, sie dann zu erzwingen oder zu ermutigen oder zu motivieren, das halt eben strukturiert weiterzugeben, damit man halt auch als Organisation lernt. Und ich glaube, jetzt hier der Ansatz ist halt einfach, dass jeder sein Wissen halt eben teilt, nicht mehr versucht drauf zu sitzen und vor allem halt einlädt, andere mit agieren zu lassen, damit man halt eben gemeinsam besser wird. Das hat halt, also ich habe mir da immer überlegt, das hat sehr viel mit Spieltheorie zu tun. Und ich glaube, der Mensch ist tendenziell zuerst mal so gebaut, dass er eher der Trittbrettfahrer ist. Also es gibt sehr wenige Altruisten sowieso. Und es gibt halt auch wenige, die dann überzeugt davon sind, dass man in the long run, dass man dann halt eben als Team oder als Gruppe besser ist. Die ganze Learning Community, die agiert natürlich anders. Das sind Altruisten und Überzeugungstäter. Aber die meisten anderen Menschen, da ist das relativ schwierig. Ja, wir haben es ihnen in den Organisationen ja auch ausgetrieben, ne? Wir haben immer gesagt, das ist nicht dein Job, da gibt es eine Kommunikationsabteilung für und so weiter, ne? Aber es gibt ja ein paar Beispiele, zum Beispiel Harald Schirmer, ne? Harald Schirmer ist euch sicher ein Begriff, der ist ja bei Conti und wenn man sich seinen Blog anguckt, der beschreibt sogar sehr mutig alle Erfahrungen, die er im Unternehmen Conti macht, ne? Und das ist, natürlich probiert er Grenzen aus, ne? Und er hat damit nicht immer Glück gehabt. Es ist schon mal schief gegangen. Aber erst wenn man seine Grenzen erlebt hat, wird man wissen, wie weit man gehen kann. Ja, und er ist auch jemand, der das Dienstliche hat auf seinem Blog und da findet man auch ganz viel Privates. Also er hat da verschiedene Kategorien von Fotografie bis Spielzeug bauen dann aber auch ganz viel dienstliche Themen, die ihn bewegen und wo er ganz viel Reaktionen kriegt und wo er sich damit auch eine Reputation aufbaut. Also das ist jetzt wieder so diese Idee digitaler Zwilling, die ja jetzt eigentlich beim Landwehr-Vater kam. Wir müssen in Zukunft, glaube ich, auch uns alle im Internet dargestellt haben, weil sonst sind wir unwichtig. Für mich ist immer IBM so eine der Vorreiterfirmen da. Da ist es intern so, dass man sich intern als Experte immer richtig darstellen muss, damit man in Projekte eingebunden wird. Und wenn Projektleiter dann einen nicht mehr finden und mal eine Zeit lang da nicht mehr dabei ist, dann wird man angerufen von der Personalabteilung, so im Sinne von, wir brauchen dich offensichtlich nicht mehr, ne? Also man muss als Experte irgendwo auftauchen.
seine Reputation immer wieder zeigen, dass man sich weiterentwickelt und so. So, und jetzt ist es die amerikanische Idee, aber jetzt für uns in Deutschland ist es gar nicht so weit weg. Wir wissen alle, keiner wird bei seinem Unternehmen bis zum Lebensende bleiben, es sei denn, er ist bei einer Behörde. Aber alle anderen Unternehmen, da kann man nicht mehr davon ausgehen, dass man so lange da arbeitet. Und selbst in den Unternehmen wird man permanent sich um neue Jobs kümmern müssen, weil die alten nicht mehr bestehen. Und dieses um neue Jobs kümmern heißt auch, ich muss zeigen, wer bin ich? Was habe ich getan für meine Entwicklung? Wo bin ich fit und so? Und das ist so diese Art digitaler Zwilling. Ne? Also man muss da irgendwo hinweisen können. Und hier, Domain of One's Own, ist eine schöne Basis, wo man sagen kann, okay, damit kann ich zeigen, mit was ich mich beschäftigt habe. Das Schöne ist, wenn man das publik macht, dann spart man sich auch viel Zeugnis darüber, extra anzufertigen, wenn man doch eine Stelle wechseln will oder einen Job, dann kann man einfach nur den Link senden und sagen, pass auf, das habe ich jetzt gemacht. Und da gibt es hoffentlich auch Verlinkungen zu anderen Erzeugnissen, die man hat. Ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage auch einen Link in den App Store, weil ich ein eigenes Produkt erstellt habe. Und deswegen, wenn man da sich erkennt, was ich so machen kann, dann muss ich viel, viel reden. Und das hilft. Ich habe jetzt nicht vor zu wechseln. Das Gott sei Dank passiert bei mir nicht, aber das ist, ich denke mal, eine gute Hilfestellung, dass man sagt, wenn du das sehen willst, dann guckst du es an. Genau, und nicht nur das, sondern möglicherweise sprechen dich auch andere an, die dann auf dich aufmerksam geworden sind. Also ich glaube, wir werden immer mehr in Netzwerken sichtbar werden müssen, wenn Unternehmen immer mehr zu Netzwerken werden, und ich sehe den Trend sehr wohl. Dann wird auch wichtig sein, dass wir nicht nur in den Unternehmensnetzwerken sind, sondern auch außerhalb vernetzt sind. Also ich habe in meinem Leben bei Siemens 500 Ingenieure eingestellt. Ich würde heute niemand mehr einstellen, den ich nicht irgendwo in Fachforen finde. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, wenn ich sehe, wie der da argumentiert und sich bewegt, dann sehe ich, was ist das für ein Typ? Wie tief steckt er in seinen Themen auch drin und was tut er für seine Weiterentwicklung? Und das zweite, ich stelle damit jemanden ein, der sein Netzwerk mitbringt. Das heißt, ich stelle nicht bloß ihn ein, sondern das Wissen des ganzen Netzwerkes. Und das sind alles Dinge, die werden immer deutlicher werden. Und wer das Netzwerk nicht hat, der hat einen echten Nachteil gegenüber denjenigen, die ihr Netzwerk mitbringen. Und da glaube ich aber, und das wollte ich jetzt einfach auch nochmal loswerden, das ist aber genau das Spannungsfeld in einer Welt oder in Kulturen, wo wir einerseits Perfektion erwarten und gleichzeitig aber auch dieses Netzwerk. Und du hast selbst Karl-Heinz ausgeführt, sich mal auch zu zeigen, und da gehören auch halbgare Gedanken dazu, seine Lernerfahrung auch zu teilen, das ist natürlich unter Umständen ein Widerspruch. Also das heißt, wenn ich hier Halbgares rausposaune und dann anschließend mich als Consultant irgendwo bewerbe, dann sage ich mal, naja, oder mich verkaufen möchte, dann sage ich, Mensch, was ist denn das für einer? Wir brauchen jemanden, der es weiß. Dann gehe ich doch lieber zu Boston. Weil die wissen immer alles ganz genau. Ne? Die äußern sich nicht so mit halbgaren Gedanken. Die zeigen sich nicht. Ja, auf der anderen Seite, ich würde mal unterscheiden zwischen dem, wie Organisationen sich zeigen. Das wird immer uninteressanter werden, weil das ist so die Werbung. Das ist so das, wie sie mich beeinflussen wollen. Ne? Aber Harald Schirmer hat mal formuliert, fertige Dinge zu zeigen, sind uninteressant. Interessant ist der Prozess dahin. Und ja, da ist unheimlich viel dran. Also wenn ich jemanden einschätzen möchte, dann will ich auch sehen, wie entwickelt er sich? Was passiert bei dem? Und gleichzeitig löst es ja bei mir aus, ach, guck mal an, den Schritt macht er jetzt, den könntest du eigentlich auch machen oder so. Also man kommt auf einer viel menschlicheren Ebene zusammen. Natürlich muss derjenige, der sich da mal öffentlich zeigt, auch so ein bisschen Demut mit ausstrahlen, so im Sinne von, ich sehe das jetzt so. Aber vielleicht gibt es ja auch eine andere Sichtweise dazu. Also so die Idee, ich habe das Wissen mit Löffeln gefressen und ich weiß, bin der Weise oder so, die darf nicht rauskommen. Ne? Das ist natürlich so das übliche Bild der Organisation. Aber wir Menschen sind eigentlich nicht so. Ne? Genau.
Nee, ich spreche auch definitiv nicht dagegen. Bloß ich glaube, das ist, ja, wahrscheinlich, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr schon längst so gesettelt. Das sind die Pole, wo es mich auch immer hin und her zieht. Ja. Und ich sag mal, ja, ich war mir dessen gewahr und ich tatsächlich, ja, ich glaube, ich traue mich auch immer mehr. Mhm. Und muss auch lernen und erfahren, dass die negativen Feedbacks eigentlich verdammt klein sind und ganz im Gegenteil sehr viel, ja, Applaus, Neugier oder so entsteht, sehr viel Dialoge, sehr viel Kontakte, sehr viel Beziehungen auch entstehen. Hey, weil es halb gar war oder weil es ein Loch gehabt hat, diese Aussage. Mhm. Genau. Ich glaube, man muss halt wirklich auch schon differenzieren, wer die Ausgangsperson ist. Karl-Heinz, du hast ja gestartet mit Studenten, mhm, die das an der Goethe-Uni gemacht haben. Ich meine, die haben halt eben nur ihr eigenes Wissen. Ich meine, direkt im Kontrast dazu steht natürlich dann jemand, der für eine große Organisation arbeitet. Da unterschreibt man ja letztendlich auch mit seinem Arbeitsvertrag, dass die Zeit und das geistige Know-how, das man dort aufbaut, dass das dann eben auch ja, vertraulich ist und Eigentum der Organisation ist. Und hier bei uns in der Community sind sicherlich auch nochmal eine große Zahl von selbstständigen Personen, die dann halt eben ihr eigener Herr sind. Da hat man dann eben auch voll die Hoheit über das Wissen und über die Informationen, die man preisgeben will. Wenn man aus dem Corporate-Umfeld kommt, muss man da wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr mit Augenmerk rangehen und vielleicht dann eben auf einer Metaebene beschreiben. Da darfst du dann alles, was im Arbeitsumfeld ist, Kundendaten, muss man sowieso vertraulich sein. Ja. Aber ich denke, das geht alles. Also wenn wir mehr teilen würden und mehr auch über die Inhalte so networken würden, wäre das, glaube ich, eine sehr tolle Sache. Also ich finde es gerade total spannend, auch was Hadi gesagt hat mit dieser Perfektion oder dem Prozess. Ich bin freiberuflich, arbeite zwar mit Netzwerken zusammen und kriege über die meine Kunden, aber dieser, sage ich mal, ich würde es jetzt mal nennen, dieser prozessorientierte Ansatz, dass man sich gemeinsam auf eine Lernreise begibt, auch mit Kunden, das geht mit vielen, aber ich hatte jetzt neulich nochmal einen Kunden, die haben gesagt, also prozessorientiert, die Trainer wussten ja selber gar nicht, was sie, die waren ja nicht vorbereitet, ja. Also ich muss als freiberufliche Selbstständige immer damit rechnen, dass es da in diesem Kundenuniversum welche gibt, die wollen ganz klar das Tool, das Ergebnis, die sind gar nicht bereit für das Unfertige. Aber gleichzeitig finde ich es total inspirierend, mich auch mal mehr im Prozess im Unfertig zu zeigen. Aber ich bin auch nicht so frei, weil ich kann natürlich sagen, ich nehme nur die Kunden, die das wollen. Aber dann treffe ich doch mal Bereiche, die sagen, wo ist denn jetzt das Tool? Ja. Ich wollte auch nochmal, ich fand den Punkt auch interessant, gerade nochmal, da steckt schon auch ein Widerspruch drin, ne, in diesem, Karl-Heinz, du sagst das ja so, sag ich mal, so dahin, ne? Das ist der Lernschritt passiert in dem fürs öffentliche Schreiben. Das kann sein. Es passiert dann aber eben auch ganz schnell, das setzt ja irgendwie voraus, dass du die Bereitschaft auch das noch nicht ganz Fertige zu zeigen oder den Denkprozess, ne? Also, aber ich glaube, die Tendenz, zumindest auch aus der Unternehmenskultur, in der ich unterwegs bin, ist eigentlich eher die, wenn ich mich zeige, dann positioniere ich mich nach außen. Und dann weiß ich nicht, ob das der wirkliche Lernschritt eigentlich ist. Dann, also wir sehen das in unseren firmeninternen Netzwerken als ein großes Hindernis, dass der Wunsch oder die Möglichkeit, sich über diese Netzwerke zu positionieren und für zukünftige Posten in Position zu bringen, das funktioniert ziemlich gut. Es verhindert aber das Lernen im Netzwerk, weil man genau an dem Ende des Spektrums ist, wo die Leute eben dann eigentlich nur noch die Dinge publizieren und sagen, die gut gehört werden können, aber nicht mehr, sag ich mal, eine gewisse Weiterentwicklungs-, Innovations- oder auch Provokationsrolle einnehmen. Der ist nicht so einfach zu realisieren, der Zwischenschritt, finde ich.
Ich glaube immer, wir sind ja alle permanent auf einem weiteren Entwicklungsweg. Ne? So, und es gibt Themen, da fühlt man sich fit und sagt man, okay, da bin ich eigentlich schon ein guter Experte. Ne? Aber ich muss mich mit neuen Themen beschäftigen. So, und ich glaube, vielleicht, wenn man die beiden Dinge mal trennt, dass man sagt, okay, zu manchen Dingen kann ich auch sehr fundiert Auskunft geben und die werde ich auch da so darstellen, so perfekt. Und andere Themen, da sage ich ganz offen, ich steige jetzt in folgendes Thema ein. Ja, und diese Offenheit, ich steige da jetzt ein, ich erarbeite mir folgendes, habe das und das gelesen, meine Gedanken sind die und die, das akzeptiert dann auch jeder. Das ist ja ein schönes Zeichen zu sehen, ich habe da nicht jemanden, der vor 20 Jahren mal abgeschlossen hat mit seiner Entwicklung, sondern der entwickelt sich weiter. Ne? Das ist gerade total spannend. Ich habe gerade so eine Assoziation. Es gibt dann so ein persönliches Entwicklungsmodell, was ich sehr schön finde. Und das beschreibt so vier Stufen von dem ersten Schritt, also sich selbst realisieren. Der zweite Schritt heißt, gut, das ist auf Englisch, showing up. Also du fängst an, dich damit zu zeigen. Dann der dritte Schritt ist, you occupy the ground. Und der vierte Schritt, der danach kommt, ist, you affect the field. Und ich arbeite damit ziemlich viel und sehr gerne. Und du kannst das genau auf diese unterschiedlichen Themen, in denen du unterwegs bist, unterschiedlich anwenden. Ne? Also in welchem Thema beeinflusse ich tatsächlich auch schon meinen Fachbereich und in welchem Thema... Ja, ich höre dich. In welchem Thema bin ich vielleicht noch ganz neu und muss erstmal in der Selbstfindungsphase sein. Weiß nicht, ich kann das gerne mal teilen, das Modell. Ich suche mal den Link raus, wo man das findet. Ah, verstehe. Ich fand das gerade ganz interessant, weil es, glaube ich, zu diesem Thema ganz gut passt, zu sagen, wie gehe ich mit was, wann an die Öffentlichkeit und vielleicht auch eine innerliche Unterscheidung treffen zu können. Mhm. Anyway, ich habe euch jetzt in meinen persönlichen Denkprozess eingeladen. Ich suche mal, ob ich das Modell finde. Dann könnt ihr da besser verstehen, wovon ich spreche. Das braucht man ganz gut. Volle Resonanz, ja. Ich erkenne gerade Theorie U wieder, der U-Prozess. Das sind genau die Dinge. Ja, es ist auf der Welt gibt es so viele Dinge, die zusammenpassen. Es ist sensationell. Klasse. Nee, danke für den Gedanken. Es kommt auch aus der gleichen Ecke. Also es kommt auch, ich mache Dialog Facilitation. Es kommt aus der Dialogpraxis, das Modell. Von daher ist es nicht ganz zufällig. Da stecken schon ähnliche Leute auch dahinter. Ja, wir sind jetzt kurz vorm Ende, 3 Minuten haben wir noch. Ja, also wenn ihr mitmachen wollt, ich habe euch die Links in den Chat geschrieben. Da ist einmal eine fertige Anleitung und einmal so ein bisschen eine Einführung mit weiterführenden Links auch, wenn ihr tiefer einsteigen wollt in das Thema. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr einfach auch sagt, ich habe da Interesse mitzumachen bei dieser Community, die sich jetzt selber Domains einrichtet oder so. Schaut ab und zu auf die Webseite. Wir veröffentlichen dort auch nächste Termine. Jetzt gab es gerade so 2 Abendtermine, wo Leute schon mal ein paar Fragen gestellt haben und sich verabredet haben, was sie gemeinsam zu machen. Aber da kommt noch mehr. Jo. Ansonsten, wenn ihr noch andere findet, die da mitmachen wollen, gebt es einfach weiter, wäre auch gut. Ich habe den Eindruck, wir müssen da ein bisschen Reklame für machen. Das wird in Zukunft wichtig sein, seinen digitalen Zwilling. Digitaler Zwilling ist auch so ein abschreckendes Wort vielleicht, weiß ich nicht, aber einen besseren Begriff können wir vielleicht nochmal finden. Aber dass man sich zumindest im Netz ordentlich als sich entwickelnder Mensch präsentiert. Das, glaube ich, ist was Wichtiges. Karl-Heinz, habe ich gerade noch einen Kommentar dazu loswerden? Ja, gerne. Ja. Ich finde halt, oder wir alle finden Simon und so weiter sicherlich faszinierend. Und es ist halt eben, er spricht halt dann doch eher die technisch versierten Menschen an. Jetzt ist hier auch wieder ein Thema, was natürlich schon eine gewisse technische Grundlage hat. Was vielleicht hilfreich wäre, ist, weil ich habe eben mal auf den Link geguckt von dir, da fangt ihr ja auch bei den Basics an. Vielleicht das Ganze auch mal so in der Do-it-yourself-Variante vorzustellen, sondern ja, vielleicht auch einen Anbieter mit reinzubringen, der einem halt einfach vieles abnimmt, damit man sich dann mehr auf die Inhalte konzentrieren kann, damit die technische Erstschwelle nicht so hoch ist.
Steht drin, Stefan. Wir haben Anbieter, da haben wir gesagt, dieser Anbieter hat 3 Stufen. Da gibt es eine Stufe, da kann man ihm alles in die Hand geben und braucht nur noch anfangen zu schreiben. Und die höchste Stufe, die man dort auch buchen kann, ist, ich bin technisch versiert und installiere mir das alles selber. Ne? Und dazwischen gibt es eine Zwischenstufe. Ist alles perfekt. Drin. Ja, genau. Super. Wir wollten wirklich alle ansprechen, denn die Stufe, wo man sich alles machen lässt, die bringt einen dazu, dass man halt bei dem Anbieter hinterher bleiben muss. Die anderen Stufen haben den Vorteil, dass man jederzeit auch wechseln kann und woanders wieder hingehen kann. Ne? Aber okay, das haben wir ein bisschen beschrieben. Ja, das alles war auch ein schöner Prozess. 15 Leute haben sich da spontan gemeldet und haben sich dann selbst organisiert, praktisch erarbeitet, was dazu alles notwendig wäre. Und sie arbeiten jetzt im Marketing für diese Idee noch ein bisschen weiter. Mhm. Das ist auch so eine schöne Initiative der Community. Ja, ja, eigentlich auch so eine Art Pflichtprojekt für alle Schulen. Dass die Kinder das direkt mit aufsaugen und lernen, wie das geht. Und halt eben nicht nur Facebook, Instagram und so weiter. Genau, du hast völlig recht. Wir müssten diese Domains of Ones Own nicht auf Studenten beschränken, sondern wir müssten sowas in der Schule schon ganz selbstverständlich machen, dass jeder Schüler aus der Schule geht mit einer eigenen Domain. Na, als Basis fürs lebenslange Lernen. Das wäre gut, ja, aber ich glaube. Geburtstagsgeschenk, gell? Ja, genau. Aber erstmal fangen wir mit uns an, ehe wir die anderen überzeugen. Ja, unsere Zeit ist um. Schönen Dank, dass ihr mitgemacht habt und weiterhin viel Erfolg hier bei der LernOS Convention. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Ja, war super. Tschüss. Danke.